Wo gerade draußen noch die Sabine bläst, sitzt hier der kleine dicke Marc wieder an seinem Tisch und präsentiert euch eine neue Folge von Giganten, das Fanmagazin. Euer inoffizielles Magazin rund um die Neuigkeiten der Masters of the Universe. Ja, jetzt denkt ihr euch gerade, was ist denn der Marc heute zu fletig? Ja, gerade bei der Aufzeichnung des Videos ist draußen in Düsseldorf die Hölle los, wie in fast ganz Deutschland. Denn das Sturm- und Orkantief Sabine bläst uns echt den Sperrmüll von den Straßen. Es ist wirklich sehr windig und heute Nacht konnte ich kaum schlafen, deswegen sehe ich sehr wahrscheinlich auch noch sehr verschlafen aus. Aber wo draußen Sabine noch bläst, wie gesagt, präsentiere ich euch wirklich die Neuigkeiten für den Monat Februar. Und da haben die Masters-Fans wieder einiges zu erwarten. Und bevor wir nun damit loslegen, gibt es wieder, wie immer, am Anfang jedes Videos von Giganten unsere Figur des Monats. Ja, im letzten Monat, also im Januar, war unser Club Grayskull Prince Adam unsere Figur des Monats. Da steht er noch, aber er wird jetzt zeitnah entthront, denn eine neue Figur des Monats wartet auf uns und auf euch vor allen Dingen. Denn auf einigem Wunsch im Internet präsentiere ich euch heute den Spinnenmenschen als Figur des Monats Februar. Ja, Webster. Der Spinnenmensch, ja, mit dem genialen Gimmick. Was war das denn gerade gewesen? Irgendwas ist hier irgendwie runtergeknallt. Und ich weiß zwar nicht was, aber das wird sich gleich nach der Sendung rausfinden. Das geile Gimmick war ja damals gewesen, man konnte ihn ja wirklich hochziehen. Ja, wie eine Spinne halt. Ja, hoch und runter. Und dieses Gimmick mochte ich sehr, sehr, sehr gerne. Ihr auch? Und da sich, wie ich eben schon sagte, dass einige sich gewünscht haben, dass ich mal den Webstore als Figur des Monats nehmen sollte, war mir natürlich euer Wunsch Programm und werde ihn diesen Monat gebührend ehren. Und wie gesagt, Webstore war auch einer mit meiner Lieblingsfiguren wegen diesem tollen Gimmick, dass man ihn hoch und runter ziehen konnte. Und ja, falls ihr noch einen Vorschlag habt für die Figur des Monats März, dann könnt ihr gerne mal unten in die Kommentarfunktion mal reinposten, welche Figur es nächsten Monat vielleicht mal hier auf diesem Podest schaffen kann und soll. So, ich trinke noch mal schnell eine Tasse Kaffee, denn es folgen nun die News, die Neuigkeiten für den Februar. Ja, und da blicken wir in unsere ersten Nachricht mal ein Stück weit voraus. Denn die PowerCon hat auf ihrer Webseite die diesjährigen PowerCon Exclusives bekannt gegeben. Und für uns Masters-Fans wird es ein richtiges Highlight. Denn dort gibt es ein 5er-Pack der Masters of the Universe Origins. Ja, ein 5er-Pack mit tollen Figuren. Man konnte, wie man hier so sieht, nur die Silhouetten erkennen, aber der gewiefte Masters-Fan weiß sofort Bescheid. Es handelt sich natürlich hier um He-Man, Skeletor, Man-at-Arms, Beastman und Merman. Ja, und diese sind vor ein paar Jahren schon mal aufgetaucht, aus einer Zeit, als die Masters of the Universe noch Lords of Power heißen sollten. Und ja, diese Figuren werden veröffentlicht. Und zwar in einem 5er-Pack, wie ich sagte, zu einem Preis von 200 US-Dollar. Dazu soll es noch eine PowerCon-Einzelfigur geben im Masters of the Universe Origin-Style. Man vermutet, es könnte She-Ra sein. Und noch ein Hot Wheels-Toy im Style der Masters of the Universe. Was ich noch sagen muss, ist, diese Einzelfigur im Masters of the Universe Origin Style kostet dann ja im Preis 40 Dollar. So.
Und das Hot Wheels-Spielzeug im Masters of the Universe-Teil gibt es noch keine Preisangabe. Aber wie man schon so sieht an den Fotos hier, die Origins sind auch da gegenwärtig. Und es wird schon richtig mega geil werden. Die Stückzahlen sind wieder mal begrenzt. Und da freuen sich alle eBay-Händler, diese Figuren sehr wahrscheinlich zum Preis von 300 bis 400 € anbieten zu können. Naja, egal. Aber ich finde es eine ganz gute Idee. Und wie gesagt, man mutmaßt bei dieser Einzelfigur, dass es sich um She-Ra handeln könnte. Was meint ihr? Ja, so von der Silhouette könnte es locker hinkommen. Ja, ich vermute mal so eine She-Ra wie aus dem Cartoon von Netflix. Aber da lassen wir uns erstmal richtig schön überraschen. Ihr könnt ja eure Gedanken mal unten in die Comments reinposten. Und nebenbei noch erwähnt, die PowerCon findet dieses Jahr am 8. und 9. August 2020 in Anaheim, USA statt. Witzigerweise zeitgleich mit der GrayscaleCon hier in Deutschland. Bleiben wir bei den Origins. Denn im Fanforum he-man.org ist eine ominöse Liste von der Spielwarenmesse in Nürnberg aufgetaucht. Diese fand ja im Januar, Februar statt in Nürnberg. Und da hat jemand anonym eine Liste ins Netz gestellt, wie die Waves der Origins von den Masters of the Universe bestückt sind. Das heißt, in welcher Wave ist welche Figur? Ob das Wahrheitsgehalt da drin ist, das weiß man nicht. Aber trotzdem interessant mal zu lesen, welche Figuren so Mattel geplant hat. Da können wir mal kurz reingucken in dieser Liste. In der Wave 1 sollen denn He-Man, Man-at-Arms, Skeletor und Beastman enthalten sein. In der zweiten Wave Teela, Evelyn, Orko. Wave 3 Scareglow, da kommen wir gleich auch noch zu. Man-E-Faces und Merman. Wave 4 Trapjaw, Stratos, Treeclops und Stinkor. Wave 5 Webster, da haben wir wieder unseren Webster, unsere Figur des Monats. Fisto, Moseman, Roboto. Die Wave 6 Jitso, Battle Armor He-Man, Buzzoff, Clawful und den Mail-Away-Faker. Dann gibt es natürlich auch, wie man aus der Liste entnehmen kann, gibt es natürlich auch Fahrzeuge, die geplant sind und natürlich auch Kampfgefährten wie Battle Cat, Sky Sled, ja, Prince Adam, also dieses Doppelpack, da haben wir schon mal von drüber berichtet. Pantor mit, hier steht Pantor with, vor, ich war natürlich Skeletor, Ridge Rider, Battle Ram sowie Zodek und Silver Floating Share Platform. Ja, das sind so die Sachen, die durchgesickert sind. Wie gesagt, der Wahrheitsgehalt weiß man halt noch nicht, ob was an diesem Post dran ist. Aber man kann erkennen, es sind hochkarätige Figuren geplant, die in der nächsten Zeit herauskommen werden. Und man hat ja schon gehört, dass Mattel sehr viel mit den Masters plant. Es sollten ja viele Figuren rauskommen. Ja, und das passt wieder überein mit den Ankündigungen von den Masters of the Universe von Mattel. Ich muss sagen, es sind ein paar gute Figuren dabei. Also ich freue mich persönlich schon so auf Fisto, mag ich sehr gerne, aber natürlich auch den Sky Sled mit Prince Adam. Da bin ich richtig mega scharf drauf. Battle Cat wird richtig Highlight werden. Aber auch hier, wenn ich so gucke, mal so Battle Armor He-Man. Ja, man ist wirklich mega gespannt. Man ist auch manchmal überrascht. Man hat auf der Spielwarenmesse in Nürnberg, leider war ich nicht da, man konnte sich den Stand von Mattel angucken dort. Aber man durfte nicht fotografieren und nicht filmen. Aber wie man so sieht, schafft es immer jemand, Informationen herauszubringen. Ich bin mal gespannt, ja, was letztendlich davon stimmt. Aber wir müssen uns dann leider noch bis Herbst gedulden, beziehungsweise es gibt ja auch Gerüchte, dass die Origins erst zum nächsten Jahr hier in Deutschland und Europa erscheinen werden. Aber es ist noch nichts bestätigt. Aber auf alle Fälle gibt es die Origins ab Herbst 2020 in den USA. Und da bleiben wir auch mal ganz kurz noch dabei. Dann hat Mattel noch
Von der Spielwarenmesse in Nürnberg haben sie noch ein offizielles Foto bekannt gegeben mit einer offiziellen Ankündigung zu einer Figur. Und zwar zu Scareglow. Und da muss ich sagen, sieht er nicht hammermäßig Bombe aus? Mega. Muss ich sagen, also wenn die Figur nur so annähernd aussieht wie hier auf dem Foto, muss ich sagen, da kaufe ich mir 2, 3 Stück von. Ja, ist mega toll geworden, muss ich lassen. Macht schon richtig, ja, eine richtige Vorfreude entwickelt sich denn da, wenn man schon so eine Figur sieht, ja. Und was meint ihr? Welche Figuren sind bei euch in eurer Prioritätenliste? Stehen sie ganz oben? Welche ihr euch denn kaufen werdet von den Origins? Werdet ihr euch die ganze Line kaufen oder nur, die ich gerade so genannt habe, vielleicht nur so die Rosinen für euch? Und welche sind denn eure Rosinen? Einfach mal in die Kommentare reinposten und dann geht's weiter mit der nächsten News. Ja, ebenfalls auf der Spielwarenmesse in Nürnberg hat Funko Vinyls Pop die neuen Masters-Figuren veröffentlicht, die im Sommer herauskommen sollen. Und da sind ein paar tolle Figuren bei. Ich bin jetzt zwar nicht dieser große Funko-Fan, ja, ich habe nur eine Figur von Funko und das ist nur der Battle Armor He-Man. Aber wo ich die Figuren gesehen habe, habe ich mir einige schon in den USA vorbestellt. Unter anderem, wie man hier auf dem Bild sieht, gibt es natürlich den He-Man und Prince Adam. Ja, also bei Prince Adam bin ich sofort schwach geworden. Ja, den musste ich sofort haben. Ja, es gibt auch Webster und wie man so sieht, gibt es noch andere diverse Charaktere. Ja, unter anderem weiterhin gibt es die Sorceress, Cyclone, Clawful, He-Man auf Battle Cat und andere Figuren. Also eine richtig geile Line, muss ich sagen. Ich wollte eigentlich nur Prince Adam holen und zack war mein Warenkorb rasch gefüllt mit anderen Charakteren dieser Reihe. Es kommt gerade, wie ihr am Bild merken solltet, kommt genau die Sonne, ja, durchs Fenster und das Bild sieht jetzt irgendwie ein bisschen so aus, als wenn ich so ein kleiner Marmorkuchen wäre. Ja, guck mal, sieht ein bisschen komisch aus. Marmorkuchen. Egal, Marmorkuchen. Ärgert mich gerade ein bisschen, ja. Weil nach dem Sturmtief, wie gesagt, kommt jetzt die Sonne durch den Wolken. Durch den Wolken, durch die Wolken. Egal. Was noch zu sagen wäre bei dieser Line, wir kommen zurück zum Wesentlichen. Diese Line, ja, diese Pop-Vinyls von Funko erscheinen in den USA am 15. Juni 2020. Und sie werden auch sehr schnell hier den Weg zu den deutschen Händlern bzw. zu euch in die Wohnzimmer finden. So düster wie jetzt das Bild ist gerade, ja, wegen der Sonne, die gerade reinscheint, die scheint immer noch, ja, deswegen bin ich jetzt echt unterbelichtet. Ich bin grundsätzlich unterbelichtet, meinen viele, aber jetzt bin ich wirklich unterbelichtet. Egal, gibt es so Ankündigungen, wo man sagt, mein Gott, muss das sein? Denn Koch Media hat angekündigt, ab dem 19. März eine neue Blu-ray der Masters of the Universe herauszubringen. Die soll enthalten alle beide Staffeln, also alle 130 Folgen. Aber neben dem miserablen Coverbild, ja, ich hoffe mal nicht dieses Cover wird genommen, ja, denn das ist, was ich finde, total langweilig, im Gegensatz zu den schon erschienenen Blu-rays von den New KSM, ja, das sind ja wirklich Welten, ja, im Unterschied, obwohl hier auf diesen beiden Blu-rays von New KSM, wann sind die erschienen? 2012, da war die DVD-Menüführung miserabel. Ungenießbar, muss man sagen, ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan, egal. Aber was da New KSM macht, die bringen die DVDs oder die Blu-rays genauso raus wie die New KSM. Genauso wenig mit Bonusmaterial. Ich weiß gar nicht, ob da auch Fremdsprachen drauf sind. Ich glaube noch nicht mal in englischer Ton, glaube ich noch nicht. Korrigiert mich unten mal. Einfach nur miserabel, ja, und das Ganze kostet knapp 46 Euro, wenn man es jetzt vorbestellt bei dem großen Versandhandel mit dem A. Werdet ihr euch diese neue Blu-ray der Masters of the Universe vorbestellen? Werdet ihr euch diese holen? Was sagt ihr dazu, dass man wieder mal eine Blu-ray rausbringt, die es eigentlich gar nicht, ja, die es eigentlich gar nicht geben müsste? Man könnte diese Blu-rays einfach auch noch bei Amazon, eBay und Co. könnte man diese einfach noch günstig einkaufen, ja.
ich weiß nicht, was das soll. Also das war für mich so eine Ankündigung. Ich habe zwar in meinen News auf meiner Facebook-Seite unter Giganten das Fanmagazin gepostet, aber so der größte Teil zeigte da auch Unverständnis. Ja, postet einfach mal hier unter dem Video, was haltet ihr davon? Ja, am 25. Januar gab es für viele Masters-Fans wirklich einen Schlag ins Gesicht. Denn Sony Pictures hat zusammen mit Mattel bekannt gegeben, dass der geplante Realfilm zu den Masters of the Universe, der eigentlich am 5. März 2021 starten sollte, nun komplett auf Eis gelegt wird. Ja, er wurde auf unbestimmter Zeit wurde er verschoben zu dem Zeitpunkt. Und warum, dachten sich viele Fans? Ja, es sollte eine Videospielverfilmung sollte zwar im Dezember 2020 starten, wurde aber dann für den März 2021 verlegt. Ja, der Videospielfilm heißt Uncharted. Ja, das Videospiel kenne ich noch nicht mal. Ja, aber Sony Pictures hält sich ja immer daran, sie bringen nie zwei Filme gleichzeitig ins Kino. Also hat man den Film erstmal komplett gecancelt. Zumindest die Kinoauswertung. Denn ein paar Tage später, ja, gab es dann Entwarnung. Denn Netflix hat sich den Film, ja, unter den Nagel gerissen. Denn Netflix möchte den Film bei sich auf ihrer Plattform stellen. Jetzt ist die Frage, wann wird dieser Film denn auf Netflix stattfinden? Das gibt bis jetzt noch keine genaue Antworten darauf. Aber besser als gar nichts. Obwohl, ich muss ja ehrlich für mich sagen, nach diesem ganzen Hickhack, der geht ja schon, glaube ich, seit 2008, 2009, dass die Macher von den Masters immer sagen, es kommt ein Realfilm, dann gibt es einen Termin, dann wird es wieder zurückgezogen, dann gibt es keinen Regisseur, dann wurde der Drehbuchautor ausgewechselt, was weiß ich. Da bin ich eigentlich dann auch gar nicht so enttäuscht, ja. Mir ist es lieber, dass sie einen guten Film machen, als einen Schrott, den uns anbieten werden. Mir reichen eigentlich schon die zwei angekündigten Trickserien von Netflix. Das reicht mir persönlich schon vollkommen aus. Aber jetzt hat es mir mal wieder gezeigt, noch Anfang Januar hat sich da Mattel noch ehrenhaft gezeigt und hat es bestätigt, ja, die Masters kommen ins Kino. Jetzt im Endeffekt Flötenpiep. Der Film soll nur bei Netflix stattfinden. Also ich bin dann auch wirklich, wie gesagt, unsicher, ob ich das für gut oder schlecht heißen soll. Ist der Film sehr wahrscheinlich so miserabel, dass er für das Kino nicht geschaffen ist? Haben die Macher Angst, dass da keiner hingehen soll oder zu wenige hingehen soll? Würde der Film, der Realfilm im Kino, würde er seine Zielgruppe finden? Eine ausreichende Zielgruppe, die den Film auch im Endeffekt refinanzieren kann? Das sind so Fragen, die jetzt gerade mal zweifeln lassen. Ich glaube, Sony Pictures und Mattel sind sehr wahrscheinlich von den Giganten des Universums im Kino null überzeugt. Ja? Aber wir wollen das ja mal nicht für schlecht reden. Ja? Ich finde, schlechter als der Film von 1987 wird es nicht werden. Ja, aber das sind so News, wo ich dann denke manchmal, mein Gott, die halten die Hände ins Feuer und im Endeffekt verbrennen sie sich und der Film kommt wieder mal nicht ins Kino. Und jetzt sind wir wirklich mal gespannt, ob es wirklich der Film zu Netflix schafft. Aber wir sind guter Dinge, wenn die schon He-Man so in zwei verschiedenen Trickserien neu auflegen, warum soll der Film auch nicht da stattfinden? Und nun kommen wir zu unserer Rubrik Gewusst? Habt ihr gewusst, dass Mattel Ende der 80er einen Zeichentrick namens Son of He-Man plante? Dort sollten auch teilweise reale Darsteller auftauchen. Und He-Man und Skeletor hätten, jetzt kommt's, hätten per Bildübertragung, ja, so gesehen, so per Skype im Endeffekt, ja, hätten sie Kontakte zu ihren Söhnen in der Zukunft aufgenommen und gehalten. Dieses war geplant, aber wurde dann letztendlich, wie wir wissen, verworfen. Und zum Schluss gebe ich euch noch einen tollen
Ausflugtipp für Mai. Denn am 9. Mai findet das zweite Fan-Treffen der Los Amigos statt. Dort treffen sich viele Masters of the Universe-Fans aus Deutschland, aber auch über die Grenzen hinweg, treffen sich da, tauschen sich untereinander aus. Dort findet auch ein Custom-Wettbewerb statt, einen Trödelmarkt, es gibt lecker Essen und zu trinken. Und unter anderem gibt es auch dort eine Podiumsdiskussion mit vielen YouTubern, die sich mit den Masters of the Universe beschäftigen. Man munkelt auch, ich soll da vor Ort sein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen würden, uns mal persönlich kennenlernen. Wäre mal für mich so wirklich ein großes Highlight. Euch persönlich, die immer vorm Laptop sitzen, ja? Ja, und immer die Kommentare schreiben. Euch mal persönlich mal die Hände zu schütteln und vielleicht mal das ein oder andere Bierchen, das ein oder andere Käffchen zu trinken. Und es soll richtig gut sein. Also das erste Treffen letztes Jahr, was ich da so gesehen habe, es war rappelvoll. Es war mega geil. Und ich versuche dieses Jahr wieder vor Ort zu sein. So, und damit beschließe ich nun die Februar-Ausgabe von Giganten, das Fan-Magazin, mit meiner Figur des Monats, Webster. Webster war übrigens nebenbei mal, er war immer so der Clevere. Ja? Das war keine dumme Gestalt, wie zum Beispiel Beastman oder Trapjaw. Er wurde immer so als wirklich als böse Charaktere mit einer tollen Moral wurde er so zum Beispiel in den Hörspielen auch gezeichnet. Ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt weiterhin Fan und dann sehen wir uns auch im März zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und passt gut auf euch auf. Nicht nur wegen dem Sturm. Tschüss.